Spezialkräfte der Schweizer Armee üben den Ernstfall. Man muss es einfach im Hinterkopf behalten, dass das eines Tages die Realität werden kann. Und für das sind wir aber auch da. Also wenn es so weit kommt, dass wir bereit sind. Die Schweizer Armee wird sich wieder auf die Verteidigung ausrichten. Die Schweizer Armee soll wieder lernen zu kämpfen. So wie einst. Und dann sind wir auf gutem Weg zur besten Armee der Welt. Ich schwöre es. Heute könnte man sicher nicht sagen, in Bezug auf Verteidigungsfähigkeit die beste Armee der Welt. Eine friedliche Welt, die ohne Armeen auskommt. Ein Traum in Trümmern. Ich gebe zu, dass ich nicht an den ewigen Frieden in Europa geglaubt habe. Europa hat sich entwaffnet und sieht sich nun mit einer Rückkehr der Geschichte konfrontiert. Europa kann sich bei seiner Verteidigung nicht einfach auf die USA verlassen. Ich glaube, viele Länder in Europa haben höchstens für 3 Tage, vielleicht eine Woche Munition. Was viele nicht mehr für möglich hielten, ist wieder Realität. Ein Krieg in Europa. Das ist nicht die Zukunft des Krieges. Aber wir bekommen einen Eindruck von künftigen Konflikten. Was bedeutet diese neue Realität für die Schweiz? Wir müssen bereit sein, uns zu wehren, von wo euch immer etwas kommt. Militärs und Forscher treffen sich nahe Genf. Arche heißt die jährliche Veranstaltung von Arma Suisse und ETH Zürich. Beide Welten sollen zusammenkommen. Zum gegenseitigen Nutzen. Was die Wissenschaft entwickle und hier präsentiere, werde die Armee ausschließlich zur Katastrophenhilfe nutzen. Nie zum Kampf, wird versichert. Es braucht indes wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass sich solche Technologien auch als Waffen einsetzen ließen. Es wäre nicht schwierig, das zu missbrauchen, habe ich den Eindruck. Ich weiß es nicht. Ich denke, es wäre nicht so einfach. Sie würden dieses Ding schon von Weitem kommen sehen. Und es macht viel Lärm. Es gäbe noch viel zu tun, um daraus eine effektive Waffe zu machen. Alles Ansichtssache. Das Beispiel Ukraine zeigt, wie einfach sich zum Beispiel Drohnen einsetzen lassen. Sie bestimmen die Koordinaten von Zielen. Oder sie fliegen Kamikaze-Aktionen. Mitte August 2023. Armeechef Süssli redet von Zäsur und Zeitenwende und präsentiert den Medien seine Zukunftsvision. Die Nutzung neuer Technologien ist einer von 3 Kernpunkten. Wir haben in der Schweiz eine gute Ausgangslage als Technologiestandort mit der Wirtschaft, mit Start-ups, mit den Hochschulen, um das einbeziehen, um eben die Chancen dieser Technologie zu nutzen. Alle vorhandenen Chancen nutzen, indem das Wissen der Forscher gezielt angezapft wird, verrät uns der Armeechef später. Was viele nicht wissen, die Schweizer Armee hat letztes Jahr eine Firma gegründet, die heißt Swiss Innovation Forces. Das ist eine kleine Firma, die hat die Aufgabe, genau den Link zu machen zu Start-ups, zu den Universitäten, zu den Hochschulen und dort so erkennen, was für Technologien auch in der Armee von Bedeutung sein könnten. Umgekehrt, wenn wir ein Bedürfnis haben in der Armee, kann die Firma für uns dann das auch mit Hilfe von der Start-up-Szene, von den Hochschulen umsetzen. Wofür die Armee dieses Wissen einsetzt, wird sich zeigen. Der 24. Februar 2022.
Seither sind viele Gewissheiten ins Wanken geraten. Am Rande Europas herrscht wieder Krieg. Und in der Schweiz fragen sich viele, was hätte unser Militär einer solchen Aggression entgegenzusetzen? Kaum etwas, sagte der Armeechef kurz nach Russlands Angriff offen. Mit unseren heutigen Mitteln wäre nach ein paar Wochen Schluss. Ich weiß nicht genau, auf welches Szenario das er sich da gestützt hat, wenn er die Aussage gemacht hat. Aber da irgendeine Zahl zu sagen, das wäre nicht seriös. Fakt ist, die Durchhaltefähigkeit der Armee ist heute stark eingeschränkt. Was heisst das konkret? Ja, unsere Armee heute ist immer noch das Produkt von der Armee 21 aus dem Jahr 2004. Damals haben wir bewusst die Armee ausgerichtet. Man hat das genannt auf die wahrscheinlichsten Einsätze. Und gesehen, man dort die Verteidigung nur noch als eine Kompetenz erhalten. Am Anfang hat man davon geredet, dass es 5 bis 8 Brigaden braucht dafür. Heute haben wir noch 2 bis 3 Brigaden, die nicht einmal mehr vollständig ausgerüstet sind. Das bedeutet, die Armee weiß zwar noch, wie Verteidigung geht, aber sie kann sie als Gesamtsystem kaum mehr gewährleisten. Obwohl genau das laut Verfassung ihr Auftrag wäre. Die Armee verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Ich glaube, man muss schauen, die Armee hat verschiedene Aufgaben. Die Verfassung, eine Aufgabe ist beispielsweise, die zivile Behörden unterstützen in Katastrophen- und Krisenfällen. Das hat die Armee sehr gut. Das hat schon in der vergangenen Krise gezeigt. Es ist die Covid-Krise, es ist Unwetterkatastrophe, was immer geholfen hat. Und der andere Auftrag ist die Verteidigung vom Land. Und da hat man in den letzten Jahrzehnten die Armee eigentlich weniger darauf ausgerichtet. Und darum haben wir jetzt in Bezug auf Verteidigungsfähigkeit einen Nachholbedarf. Ein Besuch in Brüssel zeigt, nicht nur die Schweiz, sondern ganz Europa hat das Kämpfen weitgehend verlernt. Die EU ist bemüht um eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Beraten durch einen Militärausschuss, dem alle Generalstabschefs der EU-Armeen angehören. Robert Brieger leitet das Gremium und ist daher der ranghöchste EU-General. Es hat nach dem Kalten Krieg Abrüstungstendenzen gegeben, die also sehr stark sowohl in Infrastruktur, Material und Personal eingegriffen haben. Und das betrifft die überwiegend meisten Streitkräfte in Europa, sodass diese Streitkräfte meiner Einschätzung nach ein Jahrzehnt benötigen werden, um eine Verteidigungsfähigkeit im Sinne einer tatsächlichen Resilienz wiederherzustellen. Ganz anders die Truppen der USA, der letzten verbliebenen Supermacht. Sie leistet sich die stärkste Armee der Welt. Die USA blicken schon lange sorgenvoll nach Europa, das sie stark entmilitarisiert hat. The Institute for the Study of War, einer der weltweit führenden Militär-Think-Tanks. Hierzulande werde Europa als naiv und geschichtsblind wahrgenommen, erzählt uns Kimberly Kagan, die Gründerin und Leiterin des Instituts. Zeiten des Friedens sind selten. Zeiten des Krieges sind normal. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Krieg ein Teil von dem ist, wie Menschen Politik machen. Der Militärwissenschaftler Karl von Clausewitz drückte es so aus: Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Freiheit gebe es nicht umsonst. Sie müsse verteidigt werden, auch militärisch. Diese Logik blieb in den USA stets präsent. Das Weiße Haus setzte immer auf eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Auch zu Zeiten von Präsident Obama. I'm also pleased to nominate General David Petraeus.
Unter ihm stieg General David Petraeus, hier rechts im Bild, zum führenden Militär- und späteren CIA-Direktor auf. So I'll start recording, if that's okay for you. That's great, yep. Okay. Recording in progress. The way that you prevent war is by deterring it. Krieg verhindert man durch Abschreckung. Diese Abschreckung hängt von zwei Faktoren ab, wie der Gegner unsere Fähigkeiten und unseren Willen, diese einzusetzen, einschätzt. Wir müssen dafür sorgen, dass es glasklar ist, dass wir die Fähigkeiten haben und willens sind, diese einzusetzen, um NATO-Länder zu verteidigen. Ein Rückfall in längst vergangen geglaubte Zeiten. Ziel, dass wir Bravo 2 nicht dahinter lassen, ganz hinten. Spezialkräfte der Schweizer Armee bereiten sich auf eine Übung vor. Das Szenario? Eine bewaffnete Gruppe hat sich in einem Haus im Wald verschanzt. Ja, genau. Bravo 1 ist hier am Annäherer. Ist hier auf dieser Innenseite, oder? Mit dieser Strasse. Ja, genau. Aber bleibt Bravo 2 hinten in Deckung, bis entweder wir an der Fassade sind und Garambo auslösen. Oder bis wir in Kontakt haben. Nein, aber wenn hier etwas in dieser Ruine ist, dann bleiben wir in der Decke. Und wenn dort etwas ist, dann müssen wir halt warten. Wachtmeister Nils Dörr hat die Matur gemacht und will bald ein Geografiestudium anfangen. Er hat schon lange vor seiner Aushebung intensiv trainiert, um sich in Topform zu bringen und es zur Elitetruppe zu schaffen. Zu den Grenadieren. Ich glaube, es ist auch ein guter Lebensgrundsatz, nicht immer den einfachsten Weg zu wählen. Und ja, hier bei den Spezialkräften haben wir sicher motivierte Leute, wir haben eine gute Ausbildung. Und ich habe gesagt, wenn ich ins Militär gehe, wo ich mich eigentlich von Anfang an schon gefreut habe, möchte ich auch etwas machen mit motivierten Leuten und ja, eine gute Ausbildung geniessen. Wer zu den Spezialkräften will, muss eine strenge Selektion durchlaufen. Denn sie würden im Falle eines Krieges an vorderster Front stehen. So, langsam, langsam. Verhindern. Retour. Soldaten würden kämpfen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. So hat eine Umfrage kürzlich ergeben: Nur 54% der Rekruten sind bereit, die Schweiz im Falle eines Angriffs persönlich zu verteidigen. Ja, die Zahl die mag tief erscheinen, aber ich glaube, man muss schauen, was in der Situation ist. Ein wichtiger Aspekt wird auch sein, die Unterstützung der Bevölkerung. Wenn man spürt, dass die Bevölkerung, die breite Bevölkerung, will verteidigen, dass der Wille da ist, dann kommen auch mehr. Achtung, eine Ladung! Die Spezialkräfte bereiten sich auf einen Ernstfall vor, von dem alle hoffen, dass er nie eintritt. Würde die Schweiz angegriffen, wäre nicht nur der fehlende Kampfeswille von großen Teilen der Truppe ein Problem, die Armee hätte auch viel zu wenig Leute. Ein Lösungsansatz auf dem Weg zur Besserung könnte sein, künftig nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen in die Pflicht zu nehmen. Die obligatorische Dienstpflicht für Frauen ist für mich im Moment nicht die erste Option. Das wäre doch naheliegend in Zeiten von Gleichberechtigung, dass man auch hier gleiche Pflichten hätte. Ja, ich bin sehr für Gleichberechtigung, aber wir haben in vielen anderen Orten die Gleichberechtigung auch noch nicht geschafft. Und ich würde jetzt erst hier ansetzen. Der Exodus der Männer hält derweil an. Jedes Jahr verlassen etwa 11.000 Militärdienstpflichtige die Armee vorzeitig. Rund 60% wechseln in den Zivildienst und rund 30% werden aus medizinischen Gründen entlassen. Unsere Armee sind am Schluss sind Menschen. Die Armee ist ein People-Business. Und die grösste Herausforderung, die die Armeeführung heute hat und die ich habe, ist die Alimentierung der Armee. Rückblende ins Jahr 2009. Grüße miteinander.
Die Bereitschaft, einen Zivildienst zu leisten, der deutlich länger dauert als der Militärdienst, gilt ab jetzt als ausreichender Nachweis für einen Gewissenskonflikt. Ein Gesuch reicht und man ist weg. Schauen Sie, wir haben hier in diesen WKs sind wir umeinander gesessen, auf gut Deutsch gesagt, grosse Teil der Zeit. Und das ist meine Augen. Ja, da kann ich meine Zeit besser einsetzen. Die Schweiz hat zwar weiter eine Wehrpflicht, aber seit 2009 faktisch eine Freiwilligenarmee. Die ersten paar Monate sind dramatisch. Wir verlieren viel, viel zu viel an den Zivildienst. Und die Weiterentwicklung muss man sorgfältig im Auge behalten. Und wenn der Trend anhalten, braucht es dringend und rasche Korrekturen. Korrekturen blieben aus. Der Trend hielt an. Gut 6.000 Männer gehen Jahr für Jahr in den Zivildienst. Für mich ist das in erster Linie eine Aufgabe der Armee, dass die Armee attraktiv ist, dass junge Menschen sehen, wohl, wenn ich Militärdienst leiste, das bringt mir etwas. Erstens kann ich etwas bringen für die Sicherheit des Landes. Zweitens aber kann die Dienstleistung auch mir etwas bringen, indem ich eine Ausbildung machen kann, indem ich in sehr jungen Jahren Führungserfahrung sammeln kann, die mir nachher auch im Berufsleben, im Zivilleben etwas bringt. Und wenn es das besser gelingt, zu zeigen und euch Einschnitt zu verbessern, nicht nur kommunikativ, eurer Sache ist zu verbessern, bin ich überzeugt, dass mehr junge Leute wieder eine Schicht bereit erklären, den Militärdienst zu leisten. Also der Weg in den Zivildienst erschweren, ist für Sie keine Option? Für mich ist die erste Option, selber besser zu werden, bevor man an einem anderen Ort probiert, etwas zu erschweren. Ein Propagandafilm der Schweizer Armee aus den 1960er Jahren. Damals problemlos alimentiert mit den Söhnen der Aktivdienstgeneration. Der Zweite Weltkrieg war noch Teil des kollektiven Gedächtnisses. Wie Adolf Hitler 1939 Europas brüchigen Frieden brach. Wie die Schweizer Soldaten ohne Fliegerabwehr in den Aktivdienst einrückten. Die Schweiz war unvorbereitet, ihre Führung mutlos und resigniert. Bis er kam und dem Volk den Glauben an die eigenen Stärken zurückgab. General Henri Guisan. Verteidigen heißt in diesem Falle nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Rund 500 Offiziere. Vom Major an aufwärts, brachen im Juli 1940 auf Richtung Rütli. Das Rütli als Wahrzeichen einer wehrhaften Schweiz unterstrich General Guisans Widerstandsrede. General Guisans Plan war tollkühn. Er propagierte den Rückzug der Truppen ins Réduit. Tief hinein in die Schweizer Berge. Große Teile des Landes hätte man geopfert. Alte, Frauen und Kinder, sie alle hätte die Armee zurückgelassen. Dem Feind praktisch schutzlos ausgeliefert. Eine traumatische Erfahrung, die sich keinesfalls wiederholen sollte, sagt Georg Hässler, Sicherheitsexperte der Neuen Zürcher Zeitung und Oberst in der Armee. Die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg war, dass man unbedingt parat sein wollte. Im Zweiten Weltkrieg 1939 war man nicht parat, man musste sich ins Redwein zurückziehen. Die Armee wäre in den Alpen gewesen, das wollte man unbedingt verhindern. Es folgt der Kalte Krieg. Die Gefahr eines Atomkrieges ist nun omnipräsent. Man war sich bewusst, dass eine Armee, die das Land umfassend verteidigen soll, dass das enorm teuer ist. Und die Schweiz hat auch sehr viel Geld für das ausgegeben. Und darum hat es auch Überlegungen gegeben,
quasi mit einer Atombombe eine abschreckende Wirkung zu haben oder dass eine Atombombe quasi ein finanzielles Argument wäre, dass man weniger Geld ausgeben müsste. Der Bundesrat ist 1958 überzeugt, dass der Armee die wirksamsten Waffen gegeben werden müssen. Dazu gehören die Atomwaffen. Die Armee 61 bekommt schließlich keine Atombombe. Dafür 800.000 Männer unter Waffen und über 10 Milliarden Franken Jahresbudget. Man hat in den 60er Jahren gesagt, die Schweiz hat keine Armee, sie ist eine Armee. Also die Armee hat die Gesellschaft auch durchdrungen. Das hält bis weit in die 1980er Jahre an. Ich bin fürs Militär, ich bin für eine Verteidigung. Und wenn man einmal so eine Gelegenheit hat, das zu schauen, warum nicht? Das gibt es ja einfach nicht mehr, nicht so schnell. Ne? Bilder aus Dübendorf aus dem Jahr 1986. Wir wollen sehen, was mit unseren Steuergeldern alles investiert wird in die Armee. Da werden wir sehen. Der Armee kommt derweil der Feind abhanden. Denn der Kalte Krieg beginnt zu tauen. Und ganz neue, grundsätzliche Fragen werden möglich. Man hat plötzlich dürfen auch die Existenz der Armee infrage stellen. Man hat vielleicht auch dürfen Dogmen hinterfragen. Und das hat die zweite Hälfte der 80er Jahre stark geprägt. 1989. Die Berliner Mauer fällt. Immer mehr Menschen fragen sich, wozu braucht es jetzt noch Militär? In der Schweiz kommt eine Initiative zur Abschaffung der Armee zur Abstimmung. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, kurz XOA, findet, die Schweiz sollte besser in die aktive Friedensförderung investieren. Wieso das? Die Armee frisst sehr viel Geld, über 10 Milliarden alljährlich. Aber genau mit dem Geld kann man dazu beitragen, dass ein Krieg unwahrscheinlicher wird. Andere Struktur, aber mit 2 Wochen nach dem Mauerfall wird abgestimmt. Spezifisch schweizerisch angehen. Und jetzt der Zwischenstand bei der Armeeabschaffungsinitiative. 36,6% Ja, stehen 63,4% Nein gegenüber. Fazit. Das war ein Schock für die Schweizer Armee. Ein Schock, den sich die Schweizer Armee eigentlich bis vor kurzem nicht dafür erholt hat. Es hat Selbstverständnis in Frage gestellt. Es hat die Position der Armee innerhalb der Gesellschaft in Frage gestellt. Und Joe Lang, einer der Mitinitianten, hat einmal gesagt, wir haben zwar die heilige Kuh nicht geschlachtet, sondern wir haben einfach den heiligen Schein weggenommen. Gut 30 Jahre später herrscht Krieg in der Ukraine. Das hat Auswirkungen auf die Einstellung der Schweizer Bevölkerung. 78% erachten die Armee heute als notwendig. 12% möchten die Armee abschaffen. Welche Schlüsse sollen Europas Armeen aus den Bildern, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, nun ziehen? Zuerst und vor allem muss in die Bereitschaft investiert werden. Sicherstellen, dass die bestehenden Waffensysteme, seien es Panzer, Schiffe, Flugzeuge, was auch immer, einsatzfähig sind. Und dass jene, die diese Systeme bedienen, trainiert und bereit sind. Dann unbedingt die Munitionsbestände auffüllen. Und schließlich braucht es eine Transformation. Weg von wenigen großen und unbeweglichen Plattformen hin zu vielen kleinen beweglichen. Diese werden zunehmend unbemannt sein. Am Boden, in der Luft, im Wasser und im Cyberspace. Die Digitalisierung der Schweizer Streitkräfte soll in den kommenden Jahren adaptiv, sozusagen in rollender Planung, vorangetrieben werden. Milliarden sollen in neue Technologien fließen, denn sie würden die Kriegsführung revolutionieren, ist die Armee überzeugt. Die neuen Mittel
werden die Effizienz vor allem erhöhen. Also man kann sagen, das Gefechtsfeld wird gläsern sein, also einerseits durch Satellitenaufklärung, aber auch durch Drohnen. Das heisst, für die Truppen, für alle Truppen, die sich am Boden bewegen, die müssen schneller werden, die werden auch kleiner sein, sie müssen sich besser tarnen können. Und so, das wird das Nebeneinander sein von neuen Technologien und dem, was noch alt ist, was besteht, was wir kennen. Das Parlament wird sich im kommenden Jahr mit Süslis Vision befassen. Nichts davon ist bisher abgesegnet. Auch die Kosten nicht. Der Aufwuchs für diese Armee, die Wiedererlangung der Verteidigungsfähigkeit, wird ungefähr insgesamt bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken kosten. Mitte August 2023. Die Armee präsentiert sich der Bevölkerung an einer Ausstellung. Ich finde sie sehr professionell. Sehr innovativ. Ja. Man dürfe die Bedeutung dieser neuen Technologien auch nicht überschätzen, warnt derweil die Expertin aus den USA. Wenn wir an das Aufkommen der Luftwaffen zurückdenken, als strategisches Bombardieren möglich wurde, damals hörte man, Armeen werde es bald nicht mehr brauchen. Es gab also schon immer die Hoffnung, dass ein technologischer Fortschritt den Krieg so verändern wird, dass man ihn antiseptisch führen kann. Sauber, aus weiter Distanz, mit geringen Kosten. Technologie verändert den Krieg natürlich, aber er wird weiterhin von bewaffneten Menschen gekämpft. Willkommen zur Befehlsausgabe für die Mission 418 Ramandur im Koloch. Für die Spezialkräfte wird es ernst. Ich komme zu den Aufträgen. Für Detachement Alpha. Nimmt und hält auf Befehl Garamba, das Zielobjekt Emerald und Helium. Heute Nacht müssen sie ausrücken und eine bewaffnete Gruppe, gespielt von Kameraden, überwältigen. Diese haben sich in einer Hütte im Wald verschanzt. Und zum Schluss, Sie wissen es, to do, der Uhrencheck. 3, 2, 1, go! Gut! Wachtmeister Nils Dörr und seine Kameraden decken sich mit Material ein. Mit Munition, Blend- und Handgranaten. Natürlich alle nicht scharf, damit sich niemand verletzt. Ich denke, wir sind hier immer noch am Üben. Es ist eine Übung für uns. Und es geht darum, eigentlich auch, dass wir praktisch umzusetzen, was wir gelernt haben in der RS. Aber von Angst, denke ich, haben wir jetzt noch nicht geredet bei einer Übung. Nervös ein bisschen. Wie schwer ist das alles? Wissen Sie das? Auswendig wüsste ich es nicht. Das um die 5 Kilo. Da reden wir auch gegen die 5 Kilo. Die ist 15 Kilo. Ja, die ist 3,5, 4 Kilo. Also es kommt schon etwas zusammen. Dann haben Sie über 25 Kilo, die Sie hier mittragen? Ja, sicher, ja. Müssen Sie fit sein? Ja? Darum wird auch selektioniert. Uli Maurer Anfang 2010, kurz nach seinem Amtsantritt. Am Kadertag mit Chefbeamten und Offizieren wird gute Stimmung verbreitet. Auch wenn alle wissen, dass die Armee in einem lamentablen Zustand ist. Eins, zwei, gut, wir haben warm. Merci. Die Armee steht an einem Wendepunkt. Es muss uns um den nächsten Jahren gelingen, die notwendigen Mittel aufzutreiben, die Leute zu motivieren, sie, ihre Kader, unsere WK-Soldaten, und dann sind wir auf gutem Weg zur besten Armee der Welt. Musik.
Die Armee musste in den vergangenen 30 Jahren sparen, wo sie konnte. Etwa indem Atomschutzunterstände außer Betrieb genommen wurden. Ich glaube, man hat die Armee, der Herdkern der Armee, bis auf das Gerippe abgespart. Das Militär schien nur zu kosten, aber kaum noch einen Nutzen zu haben. Was sich entsorgen ließ, wurde darum entsorgt. Angefangen hat der Niedergang der Schweizer Armee nach dem Kalten Krieg. Damals wird aus der Armee 61 die Armee 95. Die Mannstärke wird deutlich reduziert. Von 600.000 auf 400.000. Material, Infrastruktur und Fahrzeuge werden im großen Stil abgebaut. Die grosse Ost-West-Auseinandersetzung, wie sie noch möglich war während dem Kalten Krieg, die ist praktisch nicht mehr so möglich. Boris Jelzin, der damalige russische Präsident, scheint kaum noch jemandem gefährlich werden zu können. Die Spannungen von einst haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Auf Kaspar Villiger folgt 1995 Adolf Oggi als Verteidigungsminister. Oggi richtet die Armee in den folgenden Jahren völlig neu aus. Die neue Armee heißt Schweizer Armee 21, Swiss Army 21. Der aktive Truppenbestand wird nochmal drastisch reduziert. Von 360.000 auf 120.000. Und die Armee bekommt einen neuen Fokus. Weg von der Verteidigung. Schützen und helfen ist im Vordergrund gestanden. Kämpfen, das hat also eine ganz kleine Minderheit nur noch gemacht. Und das ist bis heute so geblieben. Die Soldaten stampfen nun Schneepisten am Lauberhornrennen. Sie kommen am World Economic Forum in Davos zum Einsatz. Oh, tschüss, Leute! Umdrehen! Und sie fördern den Frieden in Missionen im Ausland. Sicherheit durch Kooperation heißt fortan das Motto. Die Logik dahinter: geben, um nötigenfalls auch nehmen zu können. Ich glaube, der Gedanke, dass man sich engagiert, für eine Sicherheitsleistung zu bekommen, der wird bis heute weitergelebt. Swissquo im Kosovo, das ist eine Leistung, die die Schweiz quasi der NATO gibt, für dass sie von der Sicherheit der NATO profitieren kann. Den Gedanken, den hat man nicht aufgegeben. Der ist geblieben, nur wird nicht darüber diskutiert. Man sagt nicht, warum man das macht. Die NATO. Ein Verteidigungsbündnis von 31 europäischen und nordamerikanischen Staaten. An ihrem 70. Geburtstag war sie noch heillos zerstritten. US-Präsident Donald Trump drohte gar mit Austritt. Erst der Krieg in der Ukraine brachte die Wende. Putin wollte Russland wieder groß machen, indem er seine Nachbarn überfiel. Was er wirklich getan hat, er hat die NATO wieder groß gemacht. Putin ist das größte Geschenk für die NATO seit dem Ende des Kalten Krieges. Heute ist die NATO so geeint und stark wie lange nicht mehr. Und für die neutrale Schweiz stellt sich die Frage, ob sie künftig enger kooperieren soll mit dem Verteidigungsbündnis. Eine aktuelle Umfrage der ETH Zürich zeigt: 55% unterstützen eine NATO-Annäherung, 31% sind für einen NATO-Beitritt. Würde die Schweiz der NATO beitreten, müsste sie ihre Neutralität aufgeben. Weiterhin undenkbar. 91% wollen die Beibehaltung der Neutralität. Wir dürfen Eisch und Wellen einschneiden, in fremde militärische Konflikte einbringen, beziehungsweise hier dreimischeln. Das machen wir nicht. Und wenn wir das nicht machen, dann wird die Neutralität respektieren. Und das ist auch klar, dass wir jetzt in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern in Friedenszeiten keine Fakten schaffen dürfen. Was ist denn, würde ich zwingen, Eisch da einzumischeln?
Also solange wir nicht der NATO beitreten, das wäre die Schwelle, wo wir dann mit Artikel 5 natürlich beistandspflichtig würden. Aber unter dieser Schwelle ist eigentlich alles möglich. Ja, es ist alles möglich, wenn wir insoweit wir Einschnitt in fremde militärische Konflikte einmischen. Wir können zusammen üben, aber wir müssen klar festhalten, dass wir im Ernstfall nicht werden können unterstützen. Die Verteidigungsministerin möchte sich also der NATO annähern, aber neutral bleiben. Würde die Schweiz angegriffen, wohl mit der NATO kooperieren, aber vorher nicht beitreten. Und künftig jährlich 1% des BIP in die Armee investieren, während die NATO-Länder das Doppelte anstreben. Die Schweiz profitiert vom Sicherheitsschirm der NATO. Sie genießt die Vorteile eines friedlichen und blühenden Europas, ohne sich genügend an den Kosten zu beteiligen. Es wird immer gewisse Länder geben, die von den bestehenden Umständen profitieren. Offen gesagt, es wäre toll, wenn die Schweiz der NATO beitreten würde. Beispielsweise in der Luft leistet die Schweiz in Kooperation mit dem umliegenden Ausland einen wichtigen Beitrag, sagt die Armee. Mit dem Luftpolizeidienst. Mario Töni, Militärpilot, in Bayern stationiert. Er und seine Kollegen stellen sicher, dass die Schweizer Luftwaffe stets einsatzbereit ist. Wir sind hier 3,5 Tage jetzt auf Pique. Also wir sind jederzeit bereit, Tag und Nacht können innerhalb von 4 Stunden in die Luft zu gehen. Und in der Zeit, in der wir quasi am Warten sind, haben wir natürlich diverse Büroarbeiten zu machen. Ja, der Thomas. Hallo Thomas, das ist gut für die Cats. Wir setzen Alert 5 in Simulated Mission Accomplos. Copy, also Hammer 1, Single Aircraft, Set Alert 5. Korrekt. Copy. Bis nachher. Ciao. Ciao. Dieser Alarm ist nicht echt, sondern zu Übungszwecken. Attention, Hammer 1, Single Aircraft, Set Alert 5. Töni und seine Kollegen fliegen immer wieder sogenannte Hot Missions. Eine Art Blaulichteinsätze bei der Verletzung des Schweizer Luftraumes oder wenn die Luftverkehrsregeln grob missachtet werden. Die FA-18, die hier zum Einsatz kommen, wurden in den 1990er Jahren beschafft. Ein zentrales Kriterium bei der Wahl des Flugzeugs sei die Möglichkeit gewesen, problemlos mit dem Ausland kooperieren zu können. Die sogenannte Interoperabilität. Einerseits beim Luftpolizeidienst, aber auch im Falle eines Konfliktes, sagt der Sicherheitsexperte der NZZ. Die FA-18, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, in einer verschlechterten Sicherheitssituation sofort können zu kooperieren mit der NATO. Darum hat man dann diesen Kampfjet gewählt, der wirklich eine Fähigkeit war, wo man wirklich auch etwas Robustes einbringen konnte. Die gleiche Logik haben wir heute auch wieder mit dem F-35. Es ist absolut die gleiche Logik. Was in den 90er Jahren der FA-18 war, ist heute der F-35. Das Hauptkriterium der Evaluation war, das beste Flugzeug für unser Land zum günstigsten Preis. Und die Kriterien sind erfüllt gewesen. Und die Interoperabilität ist etwas Positives, aber man kann profitieren. Ich meine, wir Luftpolizeidienste, wir jetzt schon zusammenarbeiten mit den Nachbarländern. Wir können die Sicherheit am WEF nicht gewährleisten, ohne dass wir mit Deutschland, Österreich und in Italien würden zusammenarbeiten. Und das funktioniert sehr gut. Damit das so bleibt, beschafft die Schweiz nun den F-35 aus den USA. Im Ernstfall soll dieses Kampfflugzeug auch Ziele im Ausland ausschalten können. Allein oder im Verbund mit der NATO. Ein neues Szenario, das sich Air Interdiction nennt und bis vor kurzem noch geheim war. Heute werden diese Offensivstrategien offen ausgesprochen. Wenn man natürlich wartet, bis die Rakete einschlägt im Haus, dann braucht man nicht mehr zu verteidigen. Das ist spät. Da muss man schon schauen, dass man die schon aufhalten kann. Bevor
dass ihr Ziel erreicht. Das ist neu. Sich verteidigen mit offensiven Aktionen im Ausland. Also ich würde jetzt mir nicht anmassen, irgendein Szenario auszuschliessen. Wir müssen einschmecklich auf alle Bedrohungen vorbereiten. Der Krieg in der Ukraine hat offenbar alles verändert. Auch in Finnland. General Timo Kivinen, der finnische Armeechef, besucht seine Truppe. Sie hätten immer eine starke Verteidigungsarmee gehabt, sagt er. Jetzt, da das Nachbarland Russland im Krieg ist, wollte sich Finnland nicht mehr nur auf die eigenen Soldaten verlassen. Eine überwältigende Mehrheit sprach sich für einen NATO-Beitritt aus. Super. Die Unterstützung für einen NATO-Beitritt war vor der russischen Aggression im Februar 2022 unter 30%. 10 Tage nach der Invasion lag sie bei 70% und stieg weiter. Würden Sie anderen Ländern auch eine größere Kooperation empfehlen? Diese Diskussion sollte jedes Land intern führen. Die finnische Armee müsste ihr Land künftig nicht mehr allein verteidigen, sondern in einer großen Allianz. Mit dem NATO-Beitritt haben sich die Finnen aber auch dazu verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Der Wunschzettel des Armeechefs ist bereits lang. Eine zeitgemäße Verteidigung braucht eine Kombination. High-End-Technologien und große Reserven. So können wir zu Beginn einer Krise schnell agieren, aber auch lange durchhalten. Was wir alle in Europa jetzt dringend tun müssen, unsere Munitionslager auffüllen. Das machen wir auch. Nach Jahrzehnten der Abrüstung wird wieder auf breiter Front aufgerüstet. Und die Armeen Europas suchen den Schulterschluss. Das Schweizer Militär formuliert es so: Ein Alleingang ist keine erfolgversprechende Option. Beispiel für einen militärischen Alleingang findet man nicht in Europa. Das nächste Beispiel ist Israel, aber immer im Kontext mit einer atomaren Bewaffnung. Israel, ein Land umzingelt von Feinden und darum quasi zum Alleingang verdammt. Dieser Alleingang ist teuer. Israel investiert 6% seines BIP in die Verteidigung, also gut 6-mal mehr als die Schweiz. Männer müssen fast 3 Jahre durchgehend ins Militär, Frauen 2. Eine eigene Hightech-Rüstungsindustrie versorgt die Truppe laufend mit dem neuesten Equipment. Eine Armee für einen Alleingang fit zu machen, sei sehr komplex, sagt General Amos Yadlin, der ehemalige Luftwaffenchef. Die Kunst besteht darin, alle Elemente des Krieges miteinander zu kombinieren. Den Boden, die Luft, das Wasser, den Cyber- und den Informationsraum. Natürlich brauchen Sie Präzisionswaffen, aber diese sind wertlos, wenn Sie nicht über ausgezeichnete Geheimdienste verfügen. Die müssen den Präzisionswaffen die genauen Ziele liefern. Es braucht einen fähigen Oberbefehlshaber, professionelle Kaderleute und eine funktionierende Befehlskette. Zudem viel Training. Es dauert Jahre, so eine Armee aufzubauen. Im Juni 1967 zeigt Israel der Welt, wozu eine solche Armee imstande ist. In nur 6 Tagen setzt sich Israel gegen Ägypten, Jordanien und Syrien durch. Der sogenannte Sechstagekrieg, eine blutige Machtdemonstration.
Kleine Länder müssen stark sein, sonst werden sie attackiert oder annektiert. Wenn ihr einen langen Frieden wollt, bereitet euch auf den Krieg vor. Dann überlegt es sich euer Feind zweimal. Die brutalen Logiken der Abschreckung. Sie kehren nun auch nach Europa zurück. Darüber hätten wir gerne mit dem russischen Botschafter in Bern gesprochen. Und über die Frage, ob sich die Schweiz vor Russland fürchten muss. Er sagt aus Zeitgründen ab. Der Nachrichtendienst des Bundes stellt indes fest: Ein bewaffneter Angriff Russlands auf die Schweiz bleibt äußerst unwahrscheinlich. Ich will mich nicht auf irgendeinen Namen von einem Land, auf irgendeine Region fokussieren hier. Wir müssen bereit sein, ist zu wehren, von wo euch immer etwas kommen kann. . 2001 kam die Gefahr aus der Luft. Seither galt Terror als die konkreteste Gefahr für die Schweiz. Ich glaube, eines der Themen ist der War on Terror, der Krieg gegen Terrorismus ab 2001. Man hat Terroranschläge so quasi als das robusteste Szenario definiert. Und der Rest ist die Armee hart zu einer Hilfstruppe geworden für die zivilen Behörden. Die Bedrohung durch Terror ist hochgeblieben in Europa. Armeen spielten in diesem Kontext allerdings immer nur eine Nebenrolle. Die Polizei stand im Fokus. Etwa in Frankreich bewachten Soldaten höchstens Infrastrukturen oder patrouillierten. Terrorabwehr ist grundsätzlich eine Aufgabe der zivilen Behörden. Wenn die Mittel nicht mehr ausreichen, dann kann die Armee unterstützen. Und das wird sie auch in Zukunft. Wir kehren noch einmal zurück nach Israel. Zu Yamas, einer Undercover-Spezialeinheit der Polizei. Profis, die den Kampf gegen den Terror täglich üben. Diese Männer sind Polizisten und bekommen ihre Informationen für Zugriffe vom Geheimdienst. Wer Terror bekämpfen will, muss also hier investieren. In Spezialeinheiten der Polizei und in den Geheimdienst. Die Gegner sind in Israel klar. Im Gegensatz zur Schweiz, wo es zwar generell unsicherer geworden sein soll, ansonsten aber alles sehr diffus bleibt. Also ich kann keinen konkreten Feind benennen im Moment für die Zukunft. Wir müssen gar keinen konkreten Feind benennen, weil wir arbeiten mit dem Potenzial, das wir als Bedrohung anschauen. Und die Potenziale, die nehmen zu im Raum von Europa, im ganz Europa. Potenzial baut sich über Jahre auf, das kann man gut beobachten. Absicht hingegen können sich in Wochen oder Monaten ändern. Morgens um 4 Uhr. Der Höhepunkt der Übung der Spezialkräfte der Schweizer Armee. Der Zugriff. Sie üben, eine Terrorzelle auszuheben, die sich verschanzt hat. Eine Aufgabe, die das Militär wohl auch künftig getrost der Polizei überlassen kann. Wir müssen zu uns ins Haus kommen. Wir haben 4 Männer da. Auf welche Szenarien sollen diese Soldaten nun sinnvollerweise vorbereitet werden? Diese Frage stellt sich für die ganze Armee. Die politische Debatte darüber hat gerade erst begonnen. Ich bin sehr froh, dass das Thema Sicherheit jetzt wieder so stark diskutiert wird. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich bewusst ist in der Politik und in der Bevölkerung, dass aber Frieden, wie es wir jetzt Jahrzehnte hatten, nicht selbstverständlich ist. Wir trainieren hier ja nicht zum Spass, wir trainieren für den Ernsteinsatz.
Und man muss es einfach im Hinterkopf behalten, dass das eines Tages die Realität werden kann. Und für das sind wir aber auch da, dass wenn es so weit kommt, dass wir bereit sind. Und dann wären Sie bereit, Ihr Leben zu riskieren? Absolut. Das bin ich da. Wie teuer darf die Armee künftig sein? Woher kommen die Leute, um all die leeren Ränge zu füllen? Und sollen die Soldaten die Schweiz allein verteidigen können? Oder in internationaler Kooperation? Wohin soll es gehen mit der Schweizer Armee der Zukunft? Darüber wird nun die Politik entscheiden müssen.